Was machen wir mit diesem blöden Funkgerät da? Quatsch, Funkgerät. Nächster bitte! Ja, Lotti, der nächste bitte. Mit dem, Telefon. Nächster bitte! Da müssen wir doch irgendwas. Trichter macht keinen Sinn. Mit dem Mikrofon? Ich habe alles unter Kontrolle. Halt, Mikrofon. Hat er nicht gesagt, da fehlt ein Mikrofon? Fehlt nur noch der Hörer. Fehlt nur noch der Hörer. Okay. Fehlt nur noch der Hörer. Ja, ist ja gut. Obwohl, geht das jetzt? Fehlt nur noch der Hörer. Fehlt nur noch der Hörer. Das ist ja... Fehlt nur noch der Hörer. Das wird ja immer schwörer. Oh Gott, Luftballons, Zahnbohrer, Narkotikum, Handschweißgerät, das macht alles keinen Sinn, das irgendwie mit dem Telefon da zu benutzen. Wie komme ich denn hier wieder weg? Da. Mit dem ist auch nichts mehr los da. Esther, bitte! Esther, bitte! Mit Lotec ist auch nichts los, den können wir auch nur noch angucken. Esther, bitte! Das sind so die Momente, vor denen man sich so ein bisschen graust. Esther, bitte! Wenn man auf dem Schlauch steht und ziellos durch die Gegend rennt. Bei Wenzel in der Hütte war nichts mehr, ne? Hier nicht. Da. Nach der Kaminofen. Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Okay, wieder zugemacht. Yay. Freue mich. Hier ist die Quelle, aber... Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Ach, Mann. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Ich meine Scheibenkleister-Zeugs. In der Hütte war auch nichts mehr. Hier oben, das haben wir auch schon. Da draußen ist nichts mehr. Und mit der Angel hat Rufus dann das arme Lamm in das Becken mit den... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Du, Toni? Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Okay, da sagst du immer das Gleiche. Ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ist ja schon gut. Ich muss weg. Das aber du. Ist ja schon gut. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Moment. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Ah. Alles Lügen! Hallo Papagei! Tonis letzter Therapeut. Du Papagei? Ich hab da eine Idee, Papagei. Setz dich doch mal hier auf die Notrufsäule. Ich bin sicher, du hast da einiges zu erzählen. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Ah. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelassen. Juhu. Der Telefonist wird sich freuen. Das glaube ich Sie auch. Noch? Rufus ist ein Nichtsnutz. Ja.
Ja. Weiter. Was wissen Sie noch? Ah, Rufus hat die Bremslöcher an Frau Kulis Rollstuhl zerschnitten. Oh, okay. Das könnte interessant sein, hier noch ein bisschen zuzuhören. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ach, das hatten wir doch schon. Aber was Originelles. Ja? Weiter? Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze. Okay, das scheint sich zu wiederholen. Aber dann gehen wir mal gucken, was unser Freund... Nächster, bitte! Dann gehen wir mal gucken. Nächster, bitte! Ich weiß nicht, wieso ich das so toll finde. Nächster, bitte! Aber jetzt gehen wir mal gucken, was unser Freund, der Telefonist... Ja, ist ja gut. Was unser Freund, der Telefonist, von der ganzen Sache hält. Der ist fertig. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Ach, hier. Kopfhörer. Bitte lass diese Substanz da Haargel sein. Ich möchte die Kopfhörer gar nicht mehr. So. Haben wir doch alles zusammen jetzt. Schön. Dann wollen wir doch mal Cletus kontaktieren. Hallo? Jetzt kann's losgehen. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus? Wird im Nordquadranten vor Mülllawinen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Cletus! Komm schon! Deine Liebe ist die größte... Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Dum, dum, dum. Rufus. Dum, 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 dum. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Das ist er ja. Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Das ist... Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Oh, ist der böse. Also nicht böse, unfreundlich. Böse, ja. Unfreundlich ist das Wort, das ich gesucht habe. Aber... Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Und zwar würde ich wissen wollen... Gott, es ist schon wieder so spät. Ich sollte das vielleicht nicht immer so spät aufnehmen. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts. Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Hey. Dann möchte ich natürlich wissen... Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Ach, ich... Ich muss sagen, wenn das Spiel immer stockt und laden muss, wenn ich hier auf irgendwas klicke, dann ruiniert das mein komplettes Timing, wenn ich versuche, hier so einen kleinen Trialog aufzubauen. Sagt man, gibt's das Wort überhaupt? Trialog? Würde mich ja jetzt mal interessieren. Muss ich nachher mal googeln. Product Placement. Schon wieder. Verdammt. Und da kommt meine Katze angekrochen. Die hat irgendwie das Talent, immer dann aus ihrem Loch zu kriechen, wenn ich hier was aufnehme. Aber jetzt möchte ich erstmal wissen, ja, das meine ich. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein,
Das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Ja, klar. Aber dann will ich natürlich auch... Was hatte ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Da will ich einmal moderieren und mit einbeziehen, dass da noch eine Pause kommt nach zwischen dem Klicken und dem Abspielen der Sprache. Geht's natürlich gleich los. Das ist so typisch. Aber was mich dann noch interessiert... Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Der Organon hat also definitiv etwas vor. Mir gefällt auch nicht, dass der hier so in Schatten gehüllt ist. Das ist bestimmt kein gutes Zeichen. Und wenn wir uns dann an den Organonkreuzer zurückerinnern, die hatten ja vor, Gol damals irgendwas anzutun. Auf seine eigene Art und Weise hatte Rufus sie ja wirklich gerettet damals. Was geht da vor? War ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Ach, nichts. Mal angenommen, ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? In diesen Momenten würde ich immer gerne irgendeinen coolen Spruch machen oder irgendeinen Witz reißen oder sowas. Aber mir fällt dann immer spontan nichts ein und dann kommt da diese peinliche Stille. Aber für den Moment... Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Na gut, das erste hatten wir eben schon. Machen wir mal weiter mit... Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Verdammt. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes?